Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch, wie immer auf Schweiz 5. Heute am Dienstag drei Stichworte: Geld, Wert und Zeit. Und alle drei Stichworte sind heute ein Thema bei diesem Einblick in unsere Systeme und bei dem, was sich da jeden Tag bei mir so als E-Mails ansammelt. Apropos E-Mails, meinen ganz herzlichen Dank für die 242 Ostergrüße, die ich bekommen habe. Ganz lieb. Ich kann Ihnen nur nicht alle antworten, weil sonst würde ich Tag und Nacht vor dem Computer sitzen und E-Mails schreiben. Ich tue das auf diesem Wege. Es sind alles Zuschauer, die meine Sendungen verfolgen. Und da herzlichen Dank an Sie. Auch für die alle, die natürlich nicht über das Internet kommunizieren und mir trotzdem gute Wünsche geschickt haben, bedanke ich mich auch. Ich habe auch viele Anregungen wieder erhalten, ein Thema, was wieder weltweit beschäftigt, kommen wir später nochmal zu. Beginnen wir jetzt einmal bei einem ganz anderen Thema. Es geht um Werte. Werte in einer Gesellschaft sind auch immer etwas, was mit dem Thema Recht zu tun hat. Wenn eine Gesellschaft kein Rechtssystem hat, auf das sie sich verlassen kann, dann haben wir ein großes Problem, denn diese Gesellschaft verliert ihre Werte. Das heißt, es ist Korruption und Willkür Tür und Tor geöffnet. Einer dieser Werte gerät immer mehr ins Wanken und immer mehr stellt sich heraus, dass es da womöglich doch vieles gibt, was im Argen liegt und was aber nicht an der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wovon spreche ich? Ich spreche vom Thema HIV oder AIDS. Das, was wir auch in einem Fall von nicht allzu langer Zeit mit Dr. Peter Zielmann aufgearbeitet haben. Sie erinnern sich, als Robert und Marianne B. im Studio waren und den Fall ihres Sohnes geschildert haben, der zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, weil er vordergründig behauptet, jemand angesteckt haben soll mit diesem Virus. Dies wurde weder bewiesen, noch wurden sonstige Dinge dahinter gestellt. Es waren einfach die Aussagen von einem Umgebungsfeld, von dem sich der Beschuldigte lösen wollte. Jetzt habe ich mich da einmal noch mehr umgeschaut und habe da die irresten Dinge gefunden. Das Interessanteste im Moment, das möchte ich Ihnen auch zeigen, ist ein Film, den es da gibt. Wir schauen uns das einmal an, wenn das, ja. Darum geht es. Sechs Frauen, eine Diagnose, HIV positiv und trotzdem gesund. Und hier ist eine dieser Frauen. Wir schauen uns das einfach einmal an. Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Frau Barbara, liebe Verwandte und Bekannte unseres verstorbenen Bruders Leonhard, wir sind hier zusammengekommen, um jetzt Abschied zu nehmen von unserem Bruder Leonhard, der im Alter von 37 Jahren verstorben ist. Das Ganze ist mit einem Risiko verbunden, wenn man die Wahrheit sagt. Das hat man ja meinem Mann gut verfolgen können, was da alles passiert ist. Mein Mann Leonhard ist ja gestorben vor 2 Monaten. Die Kinder sind jetzt halbwaisen. Man hat ihnen den Vater genommen. So, I'll do what it takes. I'm not getting any answers from the mainstream as to why I'm healthy and why my husband is negative and why I can quit these drugs and all those side effects disappear and how I can live with this for 20 years. And I think it's a crime. It's crimes against humanity. Wir gehen da einmal heraus. Auf der Website timetodo.ch können Sie den Link sehen. Um was geht es hier? Es geht hier darum, dass anscheinend es Fälle gibt, wo Menschen ebenfalls verurteilt wurden, etwas getan zu haben, was damit übereinstimmt. Das heißt, sie sollen andere
mit AIDS identifiziert haben. Und immer mehr stellt sich danach raus, sie werden gar nicht krank, sie haben das auch nicht. Fälschlicherweise wurden bei manchen mehrere Tests durchgeführt. Beim einen waren sie negativ, beim anderen positiv. Es gibt immer mehr Initiativen im weltweiten Netz, die darauf hinweisen, dass dieser HIV-Virus eine Pandemie-Erfindung sein soll der Pharmaindustrie. Das ist natürlich genauso eine Hypothese. Eine andere Hypothese besagt, bis heute wurde dieser Virus noch nie fotografiert. Es gibt Zeichnungen, aber Sie kennen das, unter Elektronikmikroskopen kann man auch Viren fotografieren und kann die sichtbar machen. Anscheinend wurde dieser Virus noch nie fotografiert. Das ist auch für die Gegner ein Argument zu sagen, es gibt ihn gar nicht. Es sind dort 6 Frauen in diesem Block, um die es da geht. Und diese 6 Frauen wurden beschuldigt, den Virus getragen zu haben und andere angesteckt, infiziert zu haben. Aber es stellte sich im Nachhinein raus, es war gar nicht so. Es wurden teilweise Frauen ihre Kinder weggenommen und andere Dinge getan. Und ähnliche Fälle gibt es mittlerweile in ganz Europa. Nur immer mehr kommen die Stimmen hoch, dass das gar nicht stimmt. Wir haben auch ein paar Spezialisten darüber befragt. Und es gibt in diesem Szenario wie immer und überall auf der einen Seite die Wissenschaftler, die in großen Instituten arbeiten. Und wenn wir uns das anschauen, dann sagen die natürlich alle, diesen Virus gibt es. Andere Wissenschaftler wiederum sagen, nein, es gibt ihn nicht. Es ist eine Folge von Mangelernährung, die eine Immunschwäche hervorruft. Das heißt, mehrere Systeme im Körper schalten auf Notprogramm. Dann fällt eine sogenannte Immunschwäche an, da das Immunsystem sich ausschließlich um andere Dinge kümmern muss, als um die Immunabwehr von irgendwelchen Viren, Erregern oder Bakterien, die nicht in den Körper gehören. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Reihe von Wissenschaftlern, die mittlerweile von einer HIV- oder einer AIDS-Lüge sprechen. Hier sei auf jeden Fall so viel gesagt, die Justiz muss, wenn sie Werte darstellen will, auch dort einen klaren Standpunkt einnehmen. Niemand in einem Staat kann sich auf eine Eventualität begründen. Und wenn es vor allen Dingen um Menschen geht und um deren Leben, und dann kann ich nicht jemanden verurteilen, wo es überhaupt nicht bewiesen ist, ob das stattfand und wie das stattfand. Auch den Fall des Robert B. und der Marianne B. werden wir weiter verfolgen und da noch einmal dahinter gehen, weil immer noch ist er untergebracht in einem Heim für Demenzkranke als einziger mit 40 Jahren. Und kann mit niemand sprechen, kann sich mit niemand unterhalten. Wenn Sie wissen, was Demenz ist, dann ist es eine ganz schlimme Geschichte. Und dort ihn zu verwahren, weil es anscheinend keine andere Lösung gibt, ist unmenschlich und hat auch in diesem Verhältnis zur Tat überhaupt kein Verhältnis. Das ist das, was ich meine, wenn ich von Werten spreche. Schauen wir uns eine andere Geschichte an, wo es auch um Werte geht, die auch sehr grotesk diskutiert wird, und zwar geht es dort um das Thema sauberer Himmel. Sauberer Himmel.de ist eine Internetseite aus Deutschland. Sie sehen, worum es geht. Unser Himmel voller chemischer Wolken. Fragen Sie sich auch, was da Seltsames am Himmel passiert. Warum der Himmel immer mehr ausbleicht. Was ist mit den vielen Streifen, die hinter Flugzeugen bleiben. Warum es im Frühling kaum mehr regnet. Warum immer mehr Menschen über chronischen Husten, Müdigkeit und Allergien klagen. Und warum immer mehr Ärzte auf überhöhte Aluminium- und Bariumwerte hinweisen. Es gibt hier eine Reihe von Bildern und wenn wir uns das anschauen, dann ist es schon etwas seltsam, was da passiert. Das, liebe Zuschauer, kennen Sie mit Sicherheit auch, dass es da am Abend und am Morgen plötzlich solche Streifen gibt. Wir können uns das noch weiter anschauen. Hier sieht man, ein Flugzeug fliegt im Kreis.
Die färben sich, die Streifen, dort sehen sie so aus. Künstliche Wolken in unterschiedlicher Ausbreitung überziehen den ganzen Himmel. Aufgrund der zusätzlichen chemischen Substanzen kann es zu regenbogenartigen Verfärbungen kommen. Und es gibt hier vieles, was in diesem Forum so dargestellt ist. Und wir haben da auch ein Thema, wo ich ganz eindeutig sage, wenn es denn so ist, auch wenn es mit dem gesunden Menschenverstand kaum zu fassen ist, wir werden bereits seit vielen Jahren mit giftigen Chemikalien aus der Luft besprüht. Und diese ganze Thematik ist eine ganz hintergründige Thematik. Ich höre auch dort ganz unterschiedliche Aussagen darüber. Die einen tun das in die Richtung der Verschwörungstheorie ab. Sie sagen, das ist alles Unsinn. Für andere ist es wiederum klar, da mit diesen Stoffen Aluminiumoxid und Barium, wenn der Mensch das aufnimmt, er dumpf wird. Das heißt, der Antrieb, der Wille des Menschen wird reduziert und Aluminium hat auch im Körper nichts verloren, genauso wie Barium. Es ist eigentlich giftig. Auf der anderen Seite wird immer wieder von Menschen behauptet, die das beobachten, dass hier eine zentral gesteuerte weltweite Thematik durchgeführt wird, die letztendlich zur Verringerung der Menschheit führen soll. Es wird teilweise auch von Unfruchtbarkeit gesprochen und von anderen Dingen. Ob das, liebe Zuschauer, letztendlich so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben jetzt damit begonnen, weltweit die Stellen anzuschreiben, die sich damit beschäftigen und werden in Kürze einen Beitrag über das Thema Chemtrails senden, dass Sie sich eine Meinung bilden können, ob das jetzt Hokuspokus ist oder ob das Ganze womöglich doch der Wahrheit entspricht. Wenn wir hier unser Sendethema Werte nehmen und es wäre nur im Ansatz etwas daran, dann haben, wie gesagt, die Regierenden und Mächtigen dieser Welt wirklich allen Respekt verloren. Wenn so etwas gemacht würde, ohne dass man mit den Menschen darüber spricht, ohne dass sich irgendeine Organisation einschaltet, was wir da weltweit alles haben von UNICEF und was es da alles für Organisationen gibt und die UNO und Menschenrechte hier und dies dort. Das wäre eine Riesenschweinerei. Es gibt sogar ein paar Piloten, die einmal das aufgenommen haben. Ich muss jetzt dann noch einmal schauen, wo das steht, denn ich habe mir heute Mittag diesen Artikel angeschaut und hier geht es auch um das Thema Vertuschungssystem. Da steht Folgendes geschrieben: Das Versprühen von chemischen Wolken, sogenannten Chemtrails, ist in allen betroffenen Ländern ein Staatsgeheimnis. Dies liegt zum einen daran, dass die jeweilige Bevölkerung nicht gerade darüber erfreut wären, wenn sie wüssten, dass sie mit einem toxischen Mix aus metallischen Feinstäuben und chemischen Stoffen besprüht werden. Die Weltgesundheitsorganisation hat nämlich in Untersuchungen festgestellt, dass es keine Feinstaubkonzentration gibt, unterhalb derer keine schädigende Wirkung für den Menschen zu erwarten ist. Das Umweltbundesamt, das auf diese Untersuchung Bezug nimmt, warnt davor, dass gerade ultrafeine Partikel über die Lungenbläschen vordringen. Und hier steht noch einmal, was da in Deutschland passiert. Ausgerechnet das Umweltbundesamt soll darauf hinweisen, es gebe keine seriösen Hinweise, dass es in Deutschland Chemtrails versprüht werden. Und da gibt es auch eine Stellungnahme dazu. Und wir sehen immer mehr, es wird sehr, sehr viel in diesem Thema vertuscht und es wird sehr, sehr viel an Aussagen einfach nicht so beantwortet, wie es die Menschen gern wissen. Was ich weiß, ist, dass es bereits Piloten gab, die mit eigenen Messinstrumenten gestartet sind, wenn diese Dinge am Himmel erschienen. Und sie haben mit ihren Flugzeugen dann an den, an,
eingebauten Messinstrumenten sehr hohe Konzentrationen gerade dieser beiden Stoffe festgestellt. Es wird eine interessante Sendung, aber wie gesagt, es schreckt mich immer, wenn ich solche Dinge sehe, dass man so mit den Menschen umgeht, dass einfach Dinge gemacht werden, die auch Nanotechnologie ist da ein ganz heißes Pflaster, denn auch dort ist der Wert zwar für das Unternehmen, was es einsetzt, ganz eindeutig an deren Umsätzen zu spüren, aber letztendlich spielen wir hier auch Zauberlehrling, denn ich mache mir immer die Warnungen zu Nutzen der Wissenschaftler, die da sagen, wir müssen wahnsinnig achtsam sein, denn diese Stoffe sind kleiner als Zellen. Das heißt, sie können alle Schranken, die der Körper setzt, überwinden, was dann auf der anderen Seite bedeutet, dass sie ungeahnte Folgen in unserem Körper provozieren können, über deren Tragweite wir uns heute bei weitem nicht bewusst sind. Und das sind alles Wertschätzungen oder Wertvorstellungen, liebe Zuschauer, denen ich so nicht zustimmen kann. Wenn Sie das einmal sehen, dann muss ich doch sagen, ich bin doch der, der über meinen Körper bestimmt. Also, wie kann es denn dann sein, dass eine Regierung oder irgendjemand sich das Recht herausnimmt, etwas ins Wasser einzubringen, was mir letztendlich schaden kann, etwas in die Luft zu bringen, was mir letztendlich schaden kann. Das hat doch mit Werten nichts mehr zu tun. Hier wird doch im Prinzip das Individuum und die Recht auf Unverletzlichkeit mit Füßen getreten. Und da ist es dann wieder so, dass man jetzt riesige Systeme anstrengen müsste, um das in ein Gerichtsverfahren einzubinden. Und da muss ich immer sagen, wenn Sie sich zurückerinnern, vor ein paar Tagen habe ich einen Passus zitiert, der da hieß Sonderrechte. Und das wird mir immer klarer, dass letztendlich nicht gleiches Recht für alle gilt. Denn wie ich das immer einmal wieder sehe, ist es dann so, dass manche besondere Rechte wahrnehmen und sich um die Rechte der anderen leider nicht kümmern. Dort gilt es auch, einmal einen nächsten Schritt zu machen. Einen nächsten Schritt, wie wir ihn vielleicht jetzt in Kürze gerade machen können. Das andere Thema, was für mich heute ganz wichtig ist, ist, dass am 21. April das Thema bedingungsloses Grundeinkommen startet. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist von mir schon oft behandelt worden und ich werde nach der Werbepause Ihnen noch einmal auf einem Zeitungsportal ein paar Kommentare oder beziehungsweise genau einen Kommentar zeigen, der da Bände spricht. Aber schauen wir uns doch einmal das Szenario an. Ich habe hier einmal wieder die Handelszeitung mir genommen und da ist tituliert der schwierige Nachbar Deutschland. Die Haftbefehle gegen deutsche Fahnder täuschen harten Widerstand vor, doch die Schweiz ließ sich im Steuerstreit mit Berlin schon früh erweichen und besiegelte damit das schleichende Ende des Bankgeheimnisses. Dieses schleichende Ende, liebes Publikum, das geht schon eine ganze Weile. Warum? Wenn man im großen weltweiten Finanz- und Geldgemenge mitmischen will, dann muss man sich den Regeln der Großen beugen. Und auch wenn die eine oder andere Partei ein lautes Aufschreien macht, auch diese Herren könnten nichts daran ändern. Wir haben vor kurzem einmal über das Szenario gesprochen, was denn passieren würde, wenn die USA verfügen würde, dass mit der Schweiz keine Dollargeschäfte mehr getätigt werden könnten. Dieses Szenario, liebe Zuschauer, können Sie sich gar nicht vorstellen. Das würden ganze Systeme aus den Angeln heben, weil viele Dinge einfach noch über Dollarkurse laufen, wie zum Beispiel der gesamte Erdölhandel. Das heißt, ein System wie das Schweizer Finanzsystem ist natürlich von den Giganten der Welt erpressbar. Und das hat sich jetzt auch hier wieder gezeigt. Natürlich stehen hinter Deutschland auch die EU und die USA. Und dort will man natürlich nicht, dass irgendjemand sein sauer verdientes Geld oder auch weniger sauer verdientes Geld in der Schweiz unterbringen kann und in einem sicheren Hafen weilt. Nein, man will immer wieder auf diese Thematik Schwarzgeld hinaus, das heißt Geld, was verdient wurde und unversteuert ist. Und mit
diesem Thema hat man natürlich einen Angriffspunkt, denn man rückt den Gegenüber immer in den Bereich des Straftäters oder des Mittäters. Wenn ich mir diese Situation anschaue, dann heißt das, man wird keine Chance haben. Man wird in diesem Land entweder sich auf die Hinterbeine stellen und dann natürlich mit großen Konsequenzen rechnen müssen, die dann natürlich Apparate wie die USA oder die EU oder auch eine Weltbank und so weiter dann ausrechnen sich können, wie sie jetzt hingehen und letztendlich der Schweiz da den Garaus machen. Und auch diese Schreibweise, wo es da immer steht, das Einzelne, ob das die Frau Wiedmer-Schlumpf ist oder der letzte Finanzminister, Herr Merz, man kann diesen Dingen nicht ausweichen. Und wenn alles das, was wirklich im Hintergrund passiert, da wird ja nicht verhandelt um den einen Punkt. Das ist wie auf dem Basar. Und zwar werden dann ja andere Dinge, ob das Nachtflugverbote sind, ob das die Anbindung an den NEAD ist oder, diese Dinge werden dann als Graben, ob es irgendwelche Dinge sind, die man gerne umgesetzt haben würde, dass die Schweiz das ebenfalls annimmt. Und das geht natürlich in die gleiche Richtung, wie Sie das kennen, was da immer mal in der Presse so auftaucht, die Schweiz soll EU-Recht übernehmen. Wenn wir natürlich hingehen und sagen, okay, wir sind mitten in Europa, wir machen das, dann geht natürlich viel an Souveränität verloren. Denn auch wenn es Mängel gibt, die ich auch hin und wieder aufzeige und sage, schauen Sie, liebe Zuschauer, das ist ein System im Bereich des Rechtssystems, gibt es einige Dinge, die vielleicht der Kritik würdig wären, aber es gibt viele, viele andere Systeme, die besser funktionieren und praktikabler sind als in diesem Moloch EU. Wieso gibt es keinen Zwischenweg? Wo es Zwischenwege gibt, liebes Publikum, da gibt es natürlich auch Bevorteilte oder Benachteiligte. Aus dem Grund versucht man, eine generelle Lösung zu finden, die immer negativ ist. Und es stellt sich vor allen Dingen die Frage, ist eine generelle Lösung denn nötig? Brauchen wir unbedingt von von Hammerfest, das ist die nördlichste Stadt da in Norwegen, bis runter nach Malaga oder nach Palermo das gleiche Recht, denn es ist ja gar nicht so. Schauen wir uns alleine in vielen Bereichen die unterschiedlichen Gesetze an, was den Straßenverkehr betrifft, was das Betäubungsmittelrecht betrifft und viele andere Dinge. Das heißt, fährst du einmal von Hammerfest bis nach Palermo, kann sein, du wirst für die gleiche Tat in einem Land nicht verurteilt, im zweiten gebüßt, im dritten ins Gefängnis gesteckt und im vierten womöglich wird es gar nicht verfolgt. Also es gibt große Diskrepanzen und viele Menschen können das nicht verstehen. Auch ich bin einer, der sagt, warum tut man das? Warum besinnt sich die Schweiz nicht immer mal wieder auf ihre Eigenständigkeit? Sind wir so dem Geld verfallen und beugen uns auf Gedeih und Verderb nur wegen dem Geld? Dann muss ich sagen, sollten viele, die jetzt zuschauen, am 21. ihre Hand heben und die Unterschriftenlisten zum bedingungslosen Grundeinkommen unterschreiben. Egal, was ich lese in den Zeitungen, auch hier, da war ein ganz großer Bericht drin, da ging es nur um das Thema Vorsorge. Wenn ich mir den rausnehme, das Feilschen beginnt, Sozialversicherung in den nächsten Monaten startet der Politpoker um die Zukunft der Schweizer Vorsorgewerke. Die Lösungssuche braucht Zeit, mit dem Vorsorgesparen sollte man nicht zuwarten. Dann heißt es hier, Vorsorgen hat einen höheren Stellenwert wie früher. Not macht erfinderisch, Lebensversicherung von gesunden Firmen profitieren. Wer ist heute noch gesund und morgen vielleicht krank? Umdenken ist nötig. Wer die Altersvorsorge plant, sollte mit überholten Vorurteilen über das Alter aufräumen, denn die Pensionierung läuft heute anders als früher. Ja, natürlich, heute müssen die Menschen länger arbeiten, um ihre Pension zu bekommen. Und wir werden sehen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge
56, 57, 58, 55 mal in Rente gehen, wie immer mehr das System kippt. Denn die Neugeburten gehen nicht mehr auf die Niveaus hoch. Das heißt, der Staat hätte viel mehr Rentner zu versorgen. Wenn man die ganzen Apparate sich darum betrachtet, die das Ganze tun und rechnen, allein da werden Millionen verbraucht. Und wenn wir in andere Bereiche hineinschauen, werden viele dieser Dinge, würden wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, wären überflüssig. Das heißt, nicht nur, weil alles spricht immer von einem Aufwand, dass der Staat einen riesen Aufwand betreiben müsste. Nein, es würden Tausende von Arbeitsplätzen beim Staat wegfallen, aber die bräuchten ja nicht traurig sein, die könnten dann etwas Sinnvolles tun und sie hätten auch ihr bedingungsloses Grundeinkommen, also verhungern müsste niemand und auch nicht verdursten, er hätte auch Kleidung und Wohnraum, dafür ist ja gesorgt, das ist ja der Grund dieses sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens. Und da stellen sich dann Werte, die Fähigkeiten, Talente, Gemeinsinn, dieses Thema Nächstenliebe, dieses Thema Toleranz, alle diese Werte würden dann nach oben gefahren, denn aus eigener Initiative raus würden die Menschen etwas tun. Und glauben Sie mir, liebe Zuschauer, kein Mensch auf dieser Welt kann ohne ein Erfolgserlebnis ein glückliches Leben führen, weil die soziale Anerkennung im Umfeld ein wichtiger Faktor ist. Heute können Sie jeden, der mit psychischen Krankheiten Bescheid weiß, darüber fragen, wie viele Menschen diesen Krankheiten auf den Leim gehen, wenn sie letztendlich im sozialen Umfeld ausgegrenzt sind, gemobbt werden. Da entsteht Depression und andere Dinge. Also wollen wir doch einmal die Schuhe beim Schuster lassen und schauen uns genau an, warum würde ein bedingungsloses Grundeinkommen diese ganzen Situationen überflüssig machen. Und wie gesagt, da gucken wir gleich noch einmal nach der Pause rein, bevor wir hier uns die zweite Säule à la carte, viele Vorsorgeeinrichtungen bieten Wahlmöglichkeiten für Versicherten, also immer weiter Geld einlegen. Ob sie es rauskriegen, ist fraglich. Wir sehen uns gleich nach der Pause wieder. Und schon sind wir wieder zurück. Die Werbepause ist vorbei. Wir sind heute bei timetodo.ch bei unserem Thema Geld, Wert, Zeit. Noch einmal das ganze Thema. Vor der Pause war der Ansatz bedingungsloses Grundeinkommen im Verhältnis zu diesen ganzen Thematiken. Ich möchte Ihnen die andere Seite der Versorgung zeigen und wo das Geld erarbeitet wird. Wir haben hier auf dem Titelblatt, wie gesagt, der Handelszeitung Krise in Spanien trifft Schweizer Unternehmen. Eine weitere Verflechtung, die vielleicht vielen Zuschauern gar nicht so bewusst ist. Auch wenn Länder um uns herum pleite gehen, fällt unsere Exportbilanz in der Schweiz in den Keller. Das heißt, Holcim hat das jetzt festgestellt, es wird nicht mehr gebaut. Der Umsatz sank im zweistelligen Prozentbereich. Auch andere große Unternehmen stellen das fest. Und was sollen wir denn tun, wenn nicht weiter Wachstum erfolgt und dieser Hype immer nicht weiter gedreht werden kann? Und wie ich schon zum 100. Mal wiederhole, irgendwann ist die Spirale wieder ausgedreht, alles bricht wieder zusammen. Dann, wie gesagt, verlieren die Menschen wieder viel von dem, was sie sich aufgebaut haben, weil Zins und Zinseszins sind Dinge, die den Menschen aussaugen und die mit keiner Realität etwas zu tun haben. Und wenn Sie schauen, aus der Übersetzung heraus bedeutet Zins künstlich, Zinsus künstlich hinzugefügt. In Spanien gibt es derzeit 23% Arbeitslose. Ich habe gerade in einem anderen Artikel noch gesehen, dass hier in der neuen Luzerner Zeitung von heute 209 Millionen ohne Arbeit. 209 Millionen, liebe Zuschauer. Die Zahl der Arbeitslosen weltweit steigt nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Arbeit bis Ende 2013 auf 2,9 Millionen. Dabei werde die dramatische Lage vor allem für Jugendliche in Südosteuropa und in Südeuropa zu sozialen Unruhen führen. Griechenland, Spanien
ist die Hälfte der 25-Jährigen ohne Arbeit. Das ist eine Zeitbombe mit einem größeren zerstörerischen Potenzial, warnt Ryder. Es besteht darin die Gefahr, dass ganze Generationen verlieren. Weltweit liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 12,7% mit steigender Tendenz. Stellen Sie sich das vor, das heißt, jeder achte Jugendliche ist bereits heute ohne Arbeit. Wo soll die Arbeit denn herkommen? Entweder wir werfen alle unsere technischen Errungenschaften auf den Müll, dann hat wieder jeder eine Arbeit, dann sind wir wieder da, wo wir vor 100 Jahren vielleicht waren. Oder wir fangen endlich an, neu zu denken und aus diesen Gedanken Gier und Neid zu streichen. Wenn wir das tun als Ansatz, dann erkennen wir wirklich, was wahre Werte sind. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das an. Das, was Sie hier sehen, liebe Zuschauer, ist die Einladung zum Lancierungsfest der Volksinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und der Eintritt ist frei am 21. April 2012. Eröffnet der Daniel Haney das Fest und da beginnt quasi die Unterschriftensammlung. Das Fest ist im Schauspielhaus im Schiffbau einer alten Fabrikhalle in Zürich-West. So toll sieht dieses Gebäude aus, wo diese Veranstaltung ist. Und dann geht es darum, Unterschriften zu sammeln. Sie können auch Unterschriftenbögen bestellen. Ich klicke einmal da drauf. Und jetzt sehen Sie auf der Seite www.bedingungslos.ch, dort können Sie Unterschriftenbögen bestellen, Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn Sie hier draufklicken auf das Thema Unterschriftenbogen, dann, wie gesagt, können Sie sich hier eintragen, wo man Ihnen den hinschicken soll. Das ist eine tolle Initiative und jetzt schauen wir uns dazu gleich einmal noch etwas anderes an, was mir da sehr gefallen hat. Und zwar na, komm so, ja. Wir schauen uns hier, das ist die Tageswoche, eine Zeitschrift. Wochendebatte, soll die Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen? Der Daniel Haney sagt, ja, mein Fazit, das Thema bringt Leben in die Bude. Falls es Ihnen mal langweilig ist, beginnen Sie einfach vom bedingungslosen Grundeinkommen zu sprechen. Dann haben Sie zu tun, mir gefallen, die fast durchgehend differenzierten und Anregungen, Kommentare. Und da können wir dann drauf gehen und können uns auch das noch einmal anschauen. Ich glaube, dass die Zeit reif ist, die Volksinitiative zu lancieren. Das Thema gehört auf eine breitere Plattform, auf der alle mit ihren Hoffnungen, Ängsten und Erfahrungen mitsprechen können. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist kein fertiges Modell. Viele Fragen werden sich erst im Verlauf der Einführung richtig stellen und auch beantworten. Wer unterschreibt, sagt, ich will diese Debatte führen. Und das, liebe Zuschauer, ist für mich der Grundaspekt. Wir müssen anfangen, diese Debatte zu führen. In einer meiner letzten Sendungen habe ich allein an zwei Beispielen, einmal rein, wenn man das Pensionskassenvermögen nimmt oder den Goldvorrat oder die Rücklagen der Banken, ohne auf andere Dinge anzusprechen. Und wenn ich den Teil des Haushalts mir heute angucke, der für Renten, für IV, für Sozialhilfe, Arbeitslosenversicherung und deren ganzen Verwaltung bezahlt wird und nehme diese Milliardenbeträge und lege sie auf die Seite, dann kann ich die nächsten Jahre das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren, ohne dass wirklich jemand was tun würde. Wobei, wie gesagt,
Fragen Sie sich selbst, würden Sie ab dem Tag nichts tun? Ich weiß die Antwort bereits, die schallt mir aus Ihren Wohnzimmern entgegen. Der eine antwortet, natürlich würde ich 3-4 Wochen Urlaub machen erstmal oder ich würde erstmal meinen Garten umbauen und die Dinge machen. Natürlich, aber was ist, wenn das getan ist? Wollen Sie den ganzen Tag von morgens bis abends Fernsehen schauen und wenn die Fernsehmacher auch keine Lust haben zu arbeiten? Und wenn der vielleicht im E-Werk auch sagt, nee, ich gehe jetzt da nicht mehr hin, dann gibt es keinen Strom, dann gibt es kein Fernsehen und dann wird es ganz schön langweilig. Also, was werden die meisten Menschen tun? Und wenn ich von den meisten spreche, dann ist das vollkommen ausreichend. Das sind 90%. Die werden sinnvolle Arbeit machen. Vor allen Dingen werden die Menschen die Arbeit machen, die ihnen gefällt. Weil, wenn sie wohin gehen, sie wollten ihr Leben lang schon gerne mit Holz arbeiten und Sie gehen jetzt zu einer Schreinerei und sagen, ich würde gerne Schreinerhandwerk lernen, dann muss der Schreiner nicht erstmal schauen, ob er Sie überhaupt bezahlen kann, denn Sie erhalten das Grundeinkommen. Und für alles, was Sie erwirtschaften, gibt es zusätzliche Anreize, ob die Punkte, Dollar, Wir, Franken, Yen oder Jups oder Hups oder Dups heißen, spielt überhaupt keine Rolle. Auf jeden Fall gibt es zusätzliche Möglichkeiten, dass Sie sich Werte auf Ihr Konto laden können, mit denen Sie vollkommen frei umgehen können. Und die Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, ja, kann ich dann auch noch einen Ferrari fahren? Sag ich, natürlich, warum soll man denn keinen Ferrari fahren? Das Grundeinkommen ist nur einfach ein Sockelbetrag, den jeder Bürger erhält. Und alles, und da ist ja mein Punkt, wo ich sage, und wenn er 10% seiner Monatsleistung dann für dieses Grundeinkommen etwas zum Wohle der Allgemeinheit tut, müssen Sie sich das mal vorstellen, wenn in einem Land, wo 8 Millionen Menschen leben, jetzt sage ich mal 5 Millionen Erwachsene, wenn die 10%, rechne ich von ganz normal einem 160-Stunden-Monat, das wären 16 Stunden, das wären 2 Tage, wenn die 2 Tage im Monat zum Wohle der Gemeinschaft, jeder auf dem Job, den er kann, jeder auf der Stelle, die er gerne macht, was meinen Sie, dann wären alle Arbeiten getan. Dann brauchen Sie keine riesigen Verwaltungen mehr, denn zum Wohle des Volkes, dann würde sich die Demokratie, wie es nach ihrer Übersetzung ist, wieder richtig gliedern. Das bedeutet, sie wäre im Dorf, Stadt, dort würden die Leute direkt abstimmen und alles andere würde über Gesandte und Parteien überholen sich damit. Und wo die großen Gegner sitzen, und das lese ich auch, vor allen Dingen lese ich das dort, wo das Nein steht, wie gesagt, einer der Gegner ist der Christoph Mögeli, SVP-Nationalrat. Und wenn ich dann die Überschrift schon lese, dann weiß ich genau, wo der Herr Mögeli steht. Denn wenn wir uns das kurz anschauen, in der Menschheitsgeschichte wimmelt es von ganz oder halb sozialistischen Utopien und Träumereien. Alle Menschen sind gleich, das ist gerecht verteilt, alle leben in Glückseligkeit, keinem einzigen dieser utopischen Autoren kann es aber in den Sinn, den Menschen ein Gehalt ohne jede Anforderung auszuzahlen. Auf diese Idee kamen erst neulich die Initianten eines bedingungslosen Grundeinkommens. Herr Mögeli, auch das ist falsch. Diese Gedanken des Grundeinkommens, wenn Sie im Internet etwas recherchieren, gibt es schon seit Jahrzehnten. Nur mittlerweile sehen wir, wenn wir an einem technischen Wachstum, an einem wirtschaftlichen, an einem Wachstum von Konsumgütern angekommen sind, dass jeder genügend hat. Und erklären Sie mir, warum unsere Väter und Vorväter so viel Entwicklungsarbeit geleistet haben, wenn wir nicht davon profitieren sollen. Muss jeder immer noch, um irgendwas zu kriegen, ein Leben lang buckeln? Dann sind Sie einer der Vertreter, der dann sagt, wir arbeiten nicht um zu leben, wir leben um zu arbeiten. Und da, muss ich sagen, bin ich auch ganz gegensätzlicher Meinung. Und wie gesagt, die alten Sprüche der Finanzierung sind genauso schnell entgegenzurechnen. Und wenn ich dann noch einen Passus lese, ein Grundeinkommen für alle entspräche einer staatlichen Stallfütterung. Es würden alle Staatsbürger zu Staatssklaven verwandelt. Das Dumme ist, dass jemand, der ganze
das ganze Umverteilungssystem bezahlen müsste, und zwar mittels Zwangsfinanzierung, indem die einen Bürger die anderen zum Zahlen zwingen, nämlich die sogenannten Reichen, die Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen betreuen, die heute schon einen Großteil der Steuerlast tragen, ob wir alle mit neuen Konsumsteuern, also so ein Unsinn, so einen absoluten Unsinn, wenn ich lese, mit diesem Mann würde ich gerne mal 10 Minuten diskutieren, dann würde er wahrscheinlich mit mir nicht mehr sprechen, denn das hat damit gar nichts zu tun. Wenn wir alleine betrachten, dass jedes Produkt durch 40% belastet ist mit Zins und Zinseszins und durch über 25% belastet ist mit Gehältern und Lohn- und Gehaltsnebenkosten, dann wissen wir, dass nicht 2500 Franken, die da immer rumgeistern, der Betrag würde mir diesen Unsinn wie Zins und Zinseszins und dieses Thema mit den Löhnen und Lohnnebenkosten abschaffen, weil durch das bedingungslose Grundeinkommen braucht es keine Rentenversicherung mehr, das ist alles dann Makulatur. Dann hätten wir genug Geld und wir haben es. Nur ihr wollt eure alten Töpfe aufrechterhalten und wie gesagt, noch immer ist es mir ein Rätsel, wieso, wenn ein Haus bezahlt ist und jemand immer noch zur Miete drin wohnt, das Haus 2- und 3-mal bezahlt wird. Welche Gerechtigkeit dahinter steht, das kann ich auch nicht verstehen. Dieses Rechenbeispiel finden Sie bei mir. Das heißt, ein Haus um 500.000 Schweizer Franken auf der Website www.timetodo.ch. Dort können Sie das nachschauen. Das Haus ist nach 15 Jahren bezahlt und dann gäbe es ganz andere Möglichkeiten. Und auch dort gäbe es dann keine Altersarmut mehr, weil der Mensch, wenn er dann mit 40 das bezahlt hat, er immer noch 20 Jahre gut zu arbeiten hat. Und in 20 Jahren, wenn Sie 3.000 Franken, die Sie für ein Haus nicht bezahlen müssen, dann zurücklegen, dann rechnen Sie das aus, 36.000 im Jahr, 360 in 10 und 720 in 20 Jahren. Ja, liebe Zuschauer, so einfach ist das. Nur über solche Möglichkeiten denkt wahrscheinlich der Herr Mögeli nicht nach. Er ist in diesem Profitsystem wahrscheinlich so gut integriert und ist einer von denen, die da reichlich dran gewinnen. Und dann will man natürlich nicht mit den anderen auf Augenhöhe gehen. Aber da muss er halt noch etwas dazulernen. Und dann natürlich ist wieder die alte Angst geschürt, für einige würde die Schweiz augenblicklich zur Steuerhölle, aus der sie nur noch entfliehen könnten. Für viele aber wäre die Schweiz ein Schlaraffenland, das man unbedingt einwandern muss bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, wären in Kürze wirklich alle gleich, nämlich alle gleich arm. Da muss ich auch wieder sagen, also einwandern könnten Hunderte. Dieses gilt natürlich nur für die in der Schweiz Ansässigen, die hier mindestens schon 5 Jahre gelebt haben, also niedergelassen sind, und natürlich für Schweizer. Sonst wäre es wirklich so, würde die Schweiz das umsetzen, wären morgen Hunderttausende da, die gern ihr Salär hätten, ohne dafür etwas zu tun. Und wie der Daniel Haney richtig sagt, es geht darum, im ersten Schritt das endlich mal breit zu diskutieren und alle Vorschläge, die da sind, zusammenzufassen und zu schauen, was haben wir für Möglichkeiten, wo können wir was umsetzen und wenn man wirklich mit einem großen Elan da herangeht und der Überzeugung ist, dass es zum Wohle der Menschen ist, was es eindeutig ist, wenn Sie zurückgehen in der ganzen Geschichte. Ich erinnere hier auch nochmal an die DVD Plan B, die Sie unter www.timetodoshop.ch bestellen können. Dort hat Andreas Popp und viele andere in 400 Minuten genau definiert, um was es geht. Also bevor solche Unsinnsdinge gepostet werden, wo man nur alten hierarchischen Ausbeutungs- und Profitsystemen noch mehr Boden geben will und die Angst vor hohen Steuern, vor Mehrbelastung, vor Reich wird durch Arm entmachtet und entrechtet schürt, muss ich sagen, ist das für mich billige Polemik, die in der heutigen Zeit nicht mehr viel mit dem, was die Realität uns zeigt, zu tun hat. Und außerdem, liebe Zuschauer, gibt es ja gar kein Problem. Schauen wir doch noch einmal in den Wirtschaftsteil der Luzerner Zeitung vom heutigen Tag. Banken schwimmen im Geld. Ein wunderbares Bild drin. Ich zeige das einmal. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Monsignore hier kennen. Das ist der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Und wir haben das eben gehört mit dem Rückgang letztendlich der Exporteinnahmen, wenn es anderen Ländern schlecht geht.
Schauen wir noch einmal ins Nachbarland, von Spanien nach Portugal. EZB-Kredite. Portugiesische Banken haben sich von der Europäischen Zentralbank so viel Geld geliehen wie nie zuvor. Im März borgten sie sich 56,3 Milliarden Euro, wie die Notenbank Portugals gestern bekannt gab. Das sind 15% mehr als die frühere Höchstsumme im August 2010. Ja, Schulden machen scheint nach wie vor in zu sein. Dann haben wir eben von 209 Millionen ohne Arbeit gehört. Und jetzt, was sich wahrscheinlich niemand vorstellen kann, weil diese China-Euphorie ja auch noch bei vielen da ist und die Menschen glauben, in China wäre alles noch am Wachsen. Auch da muss ich Sie enttäuschen. Inflation in China steigt deutlich. Die Inflation in China ist im März überraschend hoch ausgefallen. Grund seien vor allem steigende Lebensmittelpreise gewesen, teilte die nationale Statistikbehörde gestern mit. Die Konsumentenpreise legten demnach im vergangenen Monat um 3,6% zu. Experten hatten lediglich einen Anstieg von 3,3% zum Vorjahr erwartet. Und wenn wir dann weiterschauen, was der Herr Draghi da noch so Tolles zu sagen hat: Die Milliardenspritzen der Europäischen Zentralbank haben eine Solvenzkrise in der Eurozone vorerst abgewendet. Vorerst, liebe Zuschauer. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh und es ist noch nicht viel Bewegung in die europäischen Kreditmärkte gekommen. Also, wenn ich das Ganze mir so anschaue, dann geht es hier darum, dass wahnsinnig viel Geld verteilt wird. Zudem hat das koordinierte Vorgehen zahlreicher Notenbanken gegen die Dollarknappheit, die im vergangenen November und Dezember in Europa für Schlagzeilen gesorgt hat, die Lage beruhigt. Heute sind wieder genügend Dollars verfügbar und die Kosten für den Dollarwechsel sind deutlich gesunken. Völlige Entwarnung wollen die Profis aber nicht geben. So sei eine mittelfristige Solvenzkrise noch nicht gelöst und es besteht weiterhin die Gefahr, dass es in Europa zu einer Kreditklemme kommt. Also ich würde mal sagen, es kommt in Europa nicht nur zu einer Kreditklemme, sondern bedenken Sie, dass alle diese sogenannten Staatsanleihen, alle Schulden irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Man hat dieser Krise entgegengewirkt, indem man wesentlich mehr Geld ausgegeben hat, als man eigentlich hat. Also man hat die Schulden mit Schulden bezahlt. Das ist eine ganz alte Geschichte. Ihre Bonität wird schlechter, das Geld wird teurer. Also machen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Sie haben jetzt 50.000 Franken Schulden und müssen dafür 5% bezahlen. So, das sind dann im Jahr 2.500 Schweizer Franken. Jetzt können Sie das nicht mehr aufbringen, aber es gäbe die Möglichkeit, umzuschulden. Das heißt, die Zinsen sind 2-3 Jahre aufgelaufen, sind schon 60.000 Franken. Jetzt kommt einer daher und sagt, pass auf, du kriegst um 7%, löse ich deine alten Schulden ab. Also wirft er jetzt 60.000 rein und jetzt haben Sie 7% zu zahlen. Das heißt, von 60.000 wären 7%, 6 mal 7, 4.200 Schweizer Franken pro Jahr. 3 Jahre später sind das schon 72.000. Wenn Sie das wieder nicht lösen können, geben wir vielleicht um 10%, geben Ihnen 70% um 10%, lösen die alten 70.000 um 10% die alten Schulden ab. Somit haben Sie pro Jahr schon 7.000 an Zinsen drauf zu bezahlen und sind in 1,5 Jahren schon wieder 10.000 Franken arm. Und so bauscht sich diese Spirale immer mehr auf, bedeutet am Schluss irgendwann, es wird vollkommen unmöglich, diese Schulden zurückzubezahlen. Wir haben gesehen, wie das Ganze in Griechenland läuft. Jetzt werden plötzlich die ganzen Beamtenapparaten runtergefahren. Letztendlich habe ich kein einziges Wort darüber gehört, was war die Ursache der Krise. Ich habe von keinem einzigen Staatsfernsehen, von keiner einzigen Nachrichtensendung gesehen. Man hat eine Kommission eingesetzt aus Beamten, die eh da waren, und hat genau mal durchleuchtet, in welcher Behörde wurde denn unrentabel gearbeitet. Ah, es geht ja bei den Beamten gar nicht um rentables Arbeiten. Und das wäre auch sowas, was mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wahrscheinlich der Schuh von gestern würde. Nur noch ganz wenige hätten einen Status. Und damit könnten wir auch gleich aufräumen, dass Beamten für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden. Denn das ist so, wie ich das immer sage, die einzigen, die ein Produkt auf den Markt bringen dürfen, wo der Mensch zur Not dran sterben kann und nicht zur Verantwortung gezogen werden, ist die pharmazeutische Industrie. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die können tun und lassen, was sie wollen, denn
Ihr Zauberwort heißt hoheitliche Aufgaben oder sogar Immunität und Sie werden dann nicht zur Verantwortung gezogen. Wenn ich mir das Ganze anschaue, liebe Zuschauer, was mit unserem Geld hier wieder passiert und was uns da gerade suggeriert wird, ist, alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Wir langen wieder nach wie vor in die Subventionstöpfe hinein. Wir werfen mit dem Geld nur so um sich. Und wenn Sie diesen Dschungel und Sumpf sich anschauen, was ich vor kurzem getan habe, dann wird es Ihnen schwindlig, wie da mit dem Geld umgegangen wird. Da verteilt jeder an jeden und der, wie gesagt, jetzt kommt wieder mein Zauberwort, den besten Lobbyisten an den besten Regierungsstellen hat, der bekommt das meiste Geld. Nicht der, der der Beste ist oder das beste Konzept vorstellt. Ich sage jetzt hier nur freie Energie. Auch da gibt es in Deutschland zurzeit eine große Initiative, die sich danach richtet, der Frau Merkel einmal zu schreiben, dass es das gibt und dass es sogar funktioniert. Aber lesen Sie ein Wort? Lesen Sie? Nein. Ich lese dann wahrscheinlich von Menschen wie eben dem Zitierten zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass auch das wahrscheinlich alles Humbug und Unsinn ist. Und wenn es das gäbe, hätte man das schon längst. Ja, das müssen es mal der EWR, AXPO oder anderen sagen, die da riesig Geld damit verdienen, indem sie Atommeiler betreiben und Ähnliches, dass es eine saubere Energieform gibt, die für jeden Menschen zugänglich ist und der Stromkonzern außen vor ist, denn er wäre dann nur noch ein sogenannter Netzbetreiber. Das bedeutet, der Strom wird erzeugt dezentral in jedem Haus, sage ich mal theoretisch, wird ins Netz eingeleitet und das E-Werk hat nur noch die Aufgabe, redundant zu sein. Das bedeutet, Strom zu liefern, wenn es einmal knapp wird. So würde es bedeuten, man kann diese Kraftwerke auf 20% Leistung drosseln, dass sie nur die Spitzen auffangen und die anderen Energieformen so lange weiterentwickeln und den Menschen vorstellen, dass sie irgendwann mit diesen Energieformen arbeiten können. Und somit kann ich wieder nur sagen heute, wir haben zwei Ergebnisse in dieser Sendung. Das eine heißt, glaube nicht alles, was dir vermittelt wird, denn die Frage ist, wer dir etwas vermittelt. Und wenn ich mir diese wundersamen Blätter hier anschaue und weiß, wem sie gehören, dann weiß ich immer, was mir vermittelt werden soll. Auf der anderen Seite wäre das Zweite, auch bei Krankheitsbildern, die wir so schön vorgestellt kriegen, sehen wir immer wieder, dass da oft entweder das Labor der Auslöser war oder Dinge einfach falsch dargestellt werden, weil auch die zu einem riesen Geschäft gut sind. Und um das bedingungslose Grundeinkommen, liebe Zuschauer, sorge ich mich nicht, denn ich weiß, es gibt da draußen genügend intelligente Menschen, denen es nicht um das Thema Neid und Ähnliches geht, sondern denen es ausschließlich darum geht, dass wir für unsere Kinder eine bessere Welt schaffen. Und wenn Sie gehört haben, dass bereits jeder achte Jugendliche weltweit arbeitslos ist, dann möge man sich noch freuen, wenn das vielleicht nur 3% oder noch weniger oder 2% in der Schweiz sind. Aber das macht für uns keine Aussage. Wenn wir uns umschauen in unseren Nachbarländern, dann ist es extrem. Und denken Sie daran, wenn Sie keine Kriminaltouristen wollen, dann müssen wir alle anfangen, uns mit diesen Problemen zu beschäftigen. Und die führen nur über den Weg dieses bedingungslosen Grundeinkommens, denn es gibt für die Jugendlichen keine Arbeit mehr. Und selbst wenn ein Unternehmen 40 Arbeitsplätze schafft, fallen am nächsten Tag irgendwo 100 Arbeitsplätze weg. Diese Statistik habe ich letztes Jahr auch in einer meiner Sendungen gezeigt. Und da kann man es sehen. Sie müssen nur die Newspaper verfolgen jeden Tag. Dann sehen Sie selbst, wie das Ganze funktioniert. Immer mehr Stellen werden gestrichen, immer mehr wird automatisiert. Also setzen Sie sich daran und verlieren Sie nicht die Hoffnung. Denn nur wir wollen das Gute denken. Also denke ich immer an die Lösungen. Die sind es, die uns weiterbringen. Egal, wie schwierig die Situation ist. Nur das, was wir wollen, bringt uns weiter. Nicht, wenn wir uns über böse Dinge unterhalten. Bis zum nächsten Mal.